So, liebe Leute, wir sind jetzt in meinem Keller bei der Waschmaschine. Hier habe ich beide Wanda Dryer V3 von 83 MeToo. Hier. Beide noch nass von meinem Test, von meinem Leistungstest. Die werden wir jetzt waschen. Der Waschtest. So. So, hier habe ich von Liquid Elements das Towel Reset. Da gebe ich jetzt ein paar Spritzer rein. So, jetzt wird der ein oder andere sagen, das ist zu viel oder vielleicht zu wenig, keine Ahnung. So. Das Wanda Dryer soll bei 30 Grad gewaschen werden. So, wir machen die Maschine an. So, dann gehen wir auf 900 Umdrehungen. Wir können jetzt auch noch ein Kurzprogramm machen. Mit einer Stunde Baumwolle, 30 Minuten. Okay. Wir drücken auf Start. Ja, und gleich kommen wir wieder in einer Stunde. So, liebe Leute, wir sind wieder zurück. Ja, die Waschmaschine ist durchgelaufen. Wir holen jetzt die beiden Tücher raus. Ja, wir schlagen das etwas aus. Alle Ecken. So. Okay. So, wir sehen auch schon hier so, wie verformt das ist. Seht ihr? So. Wir können das jetzt noch ein bisschen ziehen. Wir können das wieder vorziehen. Ja, aber. Ja, okay, so sieht es aus. Das ist Tuch 1. Das ist total verformt. Tuch 2, das lasse ich jetzt mal so und lege das mal neben dem anderen Tuch. Seht ihr das hier? So, ich nehme euch mal vom Stativ. So sehen die beiden Tücher aus. Ausgeschlagen und hier nicht ausgeschlagen. Ich mache das jetzt hier aus. Ihr müsst das gut ausschlagen, sonst habt ihr... Die Faser sich etwas aufrichten. So. Okay, dann haben wir jetzt schon wieder das. Ja, jetzt sieht es auch aus. Hier nochmal, ist doch ziemlich schief. Ja, ein bisschen deformiert. Okay.
So, ich lasse jetzt die Tücher trocknen, bis morgen mal gucken und dann schauen wir mal. So, guten Morgen. Ja, die Nacht ist vorbei. Ich bin hier wieder im Keller und schaue mir mal die Tücher an. Ja, ich habe nochmal die Verpackung mitgebracht. Hier steht nochmal drauf, bei 30 Grad waschbar, haben wir gemacht. Ja, Mikrofaserwaschmittel ohne Weichspüler. Ich habe jetzt von Liquid Elements das Total Reset genommen. Ja, und nicht maschinell trocknen. Mache ich ja nicht. Ich habe ja auch keinen Trockner, habt ihr ja gesehen hier. Und die liegen da auf dem Wäscheständer. Wir gucken uns das mal näher an. So, hier die Tücher. Ist noch feucht. Lassen wir noch mal ein bisschen trocknen. Hier mal ein bisschen die Weitansicht hier. Ihr seht, ist nicht mehr so richtig formstabil. Ja, das ist auch ein bisschen schiefer geworden als im Neuzustand, meine ich. Hier das andere Tuch. Das ist genauso. So. So, ich werde jetzt die Tücher draußen an der Luft trocknen. Da geht es vielleicht schneller als hier im Keller. Schneller Keller. So, wir sind jetzt draußen. Ja, auf dem Ständer. Ja, gut. Dann lassen wir das jetzt erstmal richtig schön trocknen. Die Sonne hilft dabei. Bis später. So, liebe Leute, wir sind zurück. Ja, meine Trockentücher sind getrocknet. Hier habe ich schon mal eins ausgebreitet. Ja, wir können uns das mal anschauen. So, liebe Leute, ja, hier seht ihr jetzt das getrocknete Tuch. Eins von den Tüchern. Ja, ihr seht schon bestimmt, die Form hat sich doch schon etwas verändert. Ja, hier die Kante ist wat wellig geworden. Da seht ihr hier auch die ganze Form total deformiert. Hier geht es so in der Breite, dann geht es so ein bisschen schlanker in der Mitte und dann da hinten außen wieder breiter. So, jetzt habe ich mal die Maße auch schon mal genommen und die hat sich total verändert. Wir haben hier, wenn ich das genau hier anlege, haben wir 54. So. Hier haben wir auch eine ganz andere Maße. Hier ist es 50,5. Und hier von der Länge her hatten wir ja 78, habe ich ja bemängelt. Das sind jetzt schon mittlerweile 74,5. Hier auch 74,5. Mittig wird es wohl kürzer sein. Da haben wir 73. Ja, 73,5, weil das ja so geschwungen ist, so. Ja, so sieht es aus. So, hier streiche ich euch das mal glatt. Ich streiche euch das mal glatt, wie ich das da im ersten Video auch gemacht habe. Und ja, hier haben wir die Falte, da bildet sich die Falte. Hier, also man kann es glatt streichen, wie man will, man hat hier irgendwie irgendwelche Falten. Das seht ihr ja. Hier seht ihr, hier vorne haben wir die Falte in dem Feld hier. Da haben wir sie. Da geht es noch. Hier geht es auch noch. Ja, so sieht das erste Tuch aus. Jetzt nehmen wir mal das andere Tuch. Ich lasse das mal hier liegen. So.
Hier ist das andere Tuch. Ich wechsle mal eben. So. Das sieht auch nicht anders aus. Das ist wellig ein bisschen hier so in der Kante wieder. Ich versuche es glatt zu streichen. Man kriegt das gar nicht glatt gestrichen. Hier seht ihr die Wellen hier. Die bilden sich immer wieder so zurück. Hier. Dann haben wir die Wellen hier. Bitte, immer haben wir hier diese Wellen hier. So, wenn wir die jetzt so gerade streichen, dann haben wir sie hier, dann... Das ist ein Tuch hier, ey. So, man kriegt das gar nicht richtig hin. Das wirft irgendwo immer Wellen. So. Hier mal die Länge. Wir haben hier 74,5. Mittig haben wir auch 75 und hier haben wir auch 75. Hier haben wir 54. Dann ist ja das Kuriose hier an dem Tuch hier, dass das von der Breite her jetzt breiter ist. Das ist jetzt 55. Gut, muss man jetzt so pingelig sein wie ich? Keine Ahnung. Ich zeige euch das nur. So, liebe Leute, ja, wir kommen zum Abschluss. Ja, das war jetzt das dritte Teil zu diesem 83 MeToo Wonderdryer V3 Trockentuch. Und zwar habe ich das jetzt mal gewaschen. Ich wollte mal sehen, wie sich das verhält, wenn es gewaschen ist. Ja, ich habe euch ja mitgenommen unten im Keller zur Waschmaschine, habe 30 Grad eingestellt, habe Schleudertouren 900 genommen, extra wenig, und habe das dann ja auf der Leine getrocknet, über Nacht im Keller, und dann jetzt heute den ganzen Nachmittag in der Sonne draußen auf dem Wäscheständer. Und so, wie gesagt, sieht das Ergebnis aus. Ich habe euch ja schon nach der Wäsche gezeigt, im feuchten, nassen Zustand. Ich habe es auch schon gesagt, dass es sich ziemlich verformt hat. Und das seht ihr ja auch, denke ich mal. Und ich habe euch ja gerade die Maße nochmal gegeben. Und da konnte man ja wirklich erkennen, dass sich da was geändert hat. Ja, im Neuzustand. Beziehungsweise, wie ich das ausgepackt habe, hat es ja von der Maße hier, von der Länge her, fehlten 2 cm. Von der Breite hier, die 50 cm, ja, waren so, ja, auch so knapp 50, 48 bis 50 cm. Jetzt ist das total anders. Jetzt ist das eigentlich teilweise breiter und dann noch kürzer. Also 30 Grad, da geht das Ding hier noch, oder die Tücher gehen dann doch etwas ein und verformen sich dann dabei. Und ihr habt dann auch diese ganzen Wellen, ihr könnt streichen, habt immer in der Kante diese Wellen. Ja, mehr kann ich eigentlich zu sagen. Und ja, ihr könnt ja mal selber kommentieren, was ihr davon haltet, von dem Tuch. Für manche ist das noch das beste Tuch aller Zeiten. Kriege ich ja immer wieder kommentiert unter meinen Videos. Und sind alle zufrieden damit? Ja gut, dann habe ich vielleicht 2 negative Tücher erwischt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und ja, dann lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, abonniert mich. Vielen herzlichen Dank, euer Pippi Autopflege Polierpoint. Tschüss. So, ich habe hier nochmal die Schüssel von dem Aufsaugtest. Da habe ich dann das Tuch ein bisschen ausgefrungen. Und hier habt ihr das Wasser, das ist total braun. Sieht das Wasser aus den Tüchern oder aus dem Tuch, was ich im Saugtest gemacht habe, rausgefunden. Das ist halt von den Tüchern die Farbe. Also, wenn ihr die wascht, nicht mit anderen
Tüchern, hellen Tüchern waschen und habe dann nachher Verfärbungen in den anderen Tüchern.